Und ja, ist es denn die Möglichkeit? Ich bin tatsächlich nochmal die ganze Demo durchgerannt und habe jetzt hier gesehen, wenn wir da hier den Mast hochgehen, dann geht's weiter. Wir waren also ziemlich nah dran am Ende und jetzt kommt hier die Videosequenz, die wir uns doch mal gemeinsam angucken. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Ne? Kennen wir also aus dem Film, nur da war es keine Karotte, sondern was anderes. Wir sind also durch die Demo, wir haben es also doch geschafft, wäre das also auch abgeschlossen. Jetzt zeigt er uns nochmal, welche Charaktere wir alle freigeschaltet haben. Und im richtigen Spiel gibt es da wohl noch einige mehr. Diese Wertung ist jetzt nicht ganz repräsentativ, weil wir ja neu angefangen haben. Aber oh, der Schatz ist doch so einiges. Wo kann ich jetzt meine Kontonummer eingeben? Ah, dann doch nicht. Okay. Da sagt er uns, okay, wir haben also das Holz gefunden und ein wenig Schleichwerbung. Das Videospiel also bald im Handel erhältlich. Jetzt fängt es wieder von vorne an. Die schöne Musik aus dem Film. Ach, ist das nicht toll. Wahrscheinlich kann man sich denn auch diese Boote und all die Welten kaufen im Laden und zu Hause auf dem Teppich nachempfinden. Ist das nicht schön? Ist doch wunderbar. Mit etwas Fantasie entstehen dann sogar auch Animationen. Und jetzt sind wir hier in dem freien Spiel. Und ja, ich dachte jetzt, da kann man auch ein bisschen was anderes machen. Aber das ist praktisch die Storyline genauso, wie wir sie eben hatten. Nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt hier jeden Charakter, den wir also jetzt freigeschaltet haben, spielen können. Und ich mache jetzt hier so ein bisschen rum. Ich dachte, hier kann man irgendwo weiter. Aber ja, nicht wirklich. Eins möchte ich allerdings noch zeigen, den Kampf Johnny Depp gegen Johnny Depp. Und da springen wir jetzt einfach mal hin. Und da ist er auch schon. Wir sehen also hier, wir können Johnny Depp spielen und der andere ist praktisch gerade wieder aus dem Feuer, wie eben aus der Demo-Story. Und jetzt ist die selbe Kampfsequenz genau wie vorhin auch, nur dass wir jetzt praktisch gegen uns selbst kämpfen. Und das ist doch mal lustig, oder? Das wollte man doch schon immer mal sehen. Ja. La 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 la. Ja, keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht habe. Auf jeden Fall, ja, lustig. Die Demo ist auf jeden Fall noch erhältlich. Und wenn ich nochmal auf jeden Fall sage, dann falle ich auf jeden Fall. Nicht lustig. Denk mal, wir werden das jetzt hier so langsam ausfaden. Ladet euch die Demo, kauft euch das Spiel, wenn ihr Lego- oder Adventure-Spiel-Fan seid. Habt Spaß dabei und wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder beim nächsten Let's Play.